wieder Deutschland. Sané auf Timo Werner, ganz stark in den Lauf. Und Werner mit dem 1-0 für Deutschland in der 10. Spielminute. Thomas Müller, Raum schaltet sich vorne mit ein, bringt das Ding auf Timo Werner. Werner mit dem 2-0 für Deutschland in der 84. Spielminute. Erster Angriff der Spanier, Olmo mit dem Pass auf Moreno. Das ist die Führung für Spanien, 12. Spielminute. Marco Reus auf Kimmich. Kimmich, gute Möglichkeit, da ist drin zum Ausgleich. 37. Spielminute, macht keiner so richtig mit, das ist Volland, Volland mit dem Ausgleich in der 90 plus, Kevin Volland, 3:3, wow. Zumindest sind sie so in die zweite Halbzeit gestartet und jetzt der Zufallstreffer für Deutschland mit der Führung durch Serge Gnabry. Also da hat Costa Rica aber total gepennt in der Abwehr, was war denn da los? Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Schauen wir uns doch mal die Gruppenphase an. Katar und Ecuador gehen in Gruppe A ins Achtelfinale. Überraschend, Niederlande raus. In der Gruppe B haben wir England und Iran. Ausscheiden tun USA und Wales. In der Gruppe C Argentinien, Mexiko, Polen und Saudi-Arabien sind raus. In der Gruppe D Dänemark, Frankreich. Dänemark vor Frankreich. Ausgeschieden sind Australien und Tunesien. In der Gruppe E Deutschland als Gruppen Erster mit 7 Punkten. Ich weiß, es ist hier nicht alles ganz realistisch. Das fängt ja schon in Gruppe A mit Katar an. Deswegen seid mir bitte nicht böse. Ich habe aus Versehen den ersten Platz in der Gruppe E geschafft. Das Ganze vor Spanien, vor Costa Rica und Japan. Der Deutschland-Bezwinger auf Platz 4. Dann haben wir in der Gruppe F noch Kanada mit Alphonso Davies und dem allerersten WM-Tor für Kanada. Allerdings rede ich gerade vom Real Life und nicht von dieser Simulation hier. Kanada und Kroatien vor Belgien und Marokko. In der Gruppe G haben wir natürlich Brasilien, Kamerun, Schweiz und Serbien sind ausgeschieden. In der Gruppe H fehlt jetzt noch, wo ist Argentinien? Habe ich die gerade? Ah, nee, war Gruppe C. Ich wollte schon sagen. Also in der Gruppe H Uruguay und Korea weiter vor Ghana und Portugal, aber ich habe ja eben schon gesagt, so ganz realistisch ist das hier in FIFA nicht. Und jetzt schauen wir uns das Achtelfinale an. Deutschland gegen Kroatien, Brasilien gegen Korea, Kanada gegen Spanien, Uruguay, Kamerun und Katar hat bereits gegen Iran verloren. Außerdem weiter Argentinien gegen Frankreich, Argentinien im Viertelfinale, Mexiko bezwingt Dänemark mit 1:0 und England bezwingt Ecuador. Und jetzt müssen wir es natürlich gegen Kroatien auch nochmal ins Viertelfinale schaffen. Ich habe ja die Vorrunde mit Timo Werner im Sturm gespielt, aber ich denke mal, das wird dem ein oder anderen von euch nicht so wirklich gefallen haben. Allerdings, sagen wir es mal so, der Bremer befindet sich hier nicht bei mir im Kader. Allerdings ist natürlich auch ein Marco Reus nicht dabei, deswegen kommt bei uns jetzt Thomas Müller auf die ZOM-Position. Doppel-6-8 bleibt bei mir Goretzka, Kimmich. Ich weiß nicht, was dieses Theater mit Gündogan soll. Ich würde den auch in echt einfach draußen lassen. Aber ich hatte ja in der ersten Folge auch gesagt, dass ich diese erste Karriere definitiv hier mit Werner im Sturm spielen werde. Denn ich habe dieses Turnier angefangen, bevor das Kader-Update draußen war. Und sollten wir heute weiterkommen und das Finale erreichen und gewinnen, spiele ich gerne nochmal eine WM mit der echten ersten Elf. Jetzt aber erstmal gehen wir rein ins Spiel gegen Kroatien. Herzlich willkommen zum Achtelfinale mit Deutschland gegen Kroatien bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit dem Live-Kommentar von mir, von Ernst Haft. Die Mannschaften betreten das Spielfeld, Deutschland minimal verändert. Marco Reus heute nicht dabei, dafür Thomas Müller auf der zentraloffensiven Mittelfeldposition. So viel kann ich euch zur Aufstellung von Deutschland schon mal verraten. Hier nochmal der Turnierbaum. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Deutschland könnte im Viertelfinale bereits gegen Brasilien und jetzt die Nationalhymne.
funktionieren natürlich nicht fehlen. Jetzt die Aufstellung von Deutschland 4-3-3. Der Trainer Ben Masterful hat sich heute Folgendes überlegt. Vierer Abwehrkette mit Raum, Rüdiger, Süle und Hofmann. Dreier Mittelfeld mit Goretzka, Müller und Kimmich. Und offensiv im Sturm und über rechts und links Sané, Werner und Serge Gnabry. Der Vollständigkeit halber natürlich auch nochmal die Aufstellung der Kroaten. Die spielen in einem 4-1-4-1-System. Brozovic, auch ein relativ bekanntes Gesicht aus deutscher Sicht natürlich. Ivan Perisic, Kramaric, zwei Bundesligisten, beziehungsweise Perisic früher bei den Bayern und Kramaric aktuell bei der TSG aus Hoffenheim. Und jetzt Anstoß für Deutschland. Thomas Müller von Beginn an in der Startelf. Sané hat im Real Life die Verletzung ausgestanden und darf heute im Achtelfinale direkt ran. Ja, was versucht da? Erster Ballverlust der deutschen Mannschaft, Abstoß Kroatien. Und wieder die deutsche Mannschaft mit Leroy Sané. Der versucht es direkt das erste Mal selbst und im Nachschießen ist es ein Timo Werner, der diese halbe Chance nicht nutzen kann. Kroatien stellt sich erst einmal hinten rein. Raum mit dem Seitenwechsel auf Sané. Der Versuch auf Hofmann, der war jetzt gar nicht so schlecht. Hofmann muss sich das Ding erst auf links legen. Das war leider jetzt nicht so optimal. 9. Spielminute läuft. Einwurf jetzt für Kroatien. Eckball der Kroaten ausgeführt durch Modric. Kurz ausgeführt. Die Kroaten sind natürlich durch ihr, ja, sind natürlich auch Favorit auf diesen Titel. Hofmann treibt den Ball nach vorne, dann über rechts auf Leroy Sané. Der versucht es mit Timo Werner. Der nimmt das Ding wieder auf Sané, der mit seinem rechten Fuß hier abschließt. Abstoß Kroatien. Und die Kroaten mal wieder im 16er der deutschen Mannschaft. Rüdiger kommt da nicht rechtzeitig. Neuer lässt abprallen. Und das war die erste ordentliche Möglichkeit für die Kroaten, die man hier natürlich auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Raum auf Serge Gnabry, der sucht hier natürlich den Thomas Müller. Das Ding kommt auf Timo Werner, der schiebt ihn rein. 1-0 für die deutsche Mannschaft. Deutschland versucht nachzulegen. Das ist Müller, der lässt den Ball allerdings zu weit nach vorne abprallen. 1-0 Führung jetzt nach 22 gespielten Minuten. Die Deutschen haben das Ding aktuell voll im Griff. Kimmich mit dem Ballverlust. Und Rüdiger, der Abwehr, der hat natürlich auch in der Vorrunde schon optimal gespielt. Gab viel Kritik nach seinem Spiel gegen Japan, aber dann in den anderen Spielen gegen Frankreich und Costa Rica konnte er überzeugen. Wieder die Deutschen rechts raus auf Leroy Sané, der immer wieder versucht, in die Mitte zu ziehen. Diesmal ist er gescheitert. Kramaric mit Brekalo, kennt man auch. Raum, ganz starke WM, die er da spielt auf der Außenverteidigerposition der deutschen Mannschaft. Hofmann, wieder Sané. Der versucht es wieder in die Spitze auf Timo Werner. Der kann den Ball wieder zurückbringen auf Leroy Sané. Und der läuft sich hier wieder an Sosa fest. Sané setzt nach. Die Deutschen jetzt mit Pressing. Und kriegen den Ball auch direkt wieder. Das ist natürlich ganz stark. Sané hat viel Platz. Jetzt hier über die linke Seite. Und er probiert es einfach mal. Riesen. Treffer, 2-0 Deutschland, was für ein Tor von Leroy Sané.
Und Neuer mit dem ersten Fehler in der Abwehr, aber die Kroaten können das Ding nicht direkt nutzen. Rüdiger, 36 Minuten sind rum. Die Deutschen machen weiter. Powerplay nach vorne, Rüdiger. Was nicht, es war Timo Werner auf Leroy Sané. Der legt sich das Ding auf links. Gute Möglichkeit, aber auch starke Parade vom Keeper. Und Kramaric, 40. Minute auf Kovacic und Rüdiger mit Neuer. Die Abwehr der Deutschen steht heute in der ersten Halbzeit. Da brauchen die Deutschen nicht wirklich viel zu befürchten. Leon Goretzka, schön wieder auf Leroy Sané. Und der macht ihn wieder alleine. Sané, gute Möglichkeit. Serge Gnabry, der legt ihn nochmal auf Goretzka. Der scheitert dann aber am Keeper. Starkes Spiel der deutschen Mannschaft hier in der ersten Halbzeit. 43 Minuten sind gespielt. Und nochmal die Kroaten mit Modric, der das Ding auf Kovacic bringt. Neuer rechtzeitig da, Süle. Hofmann, der den Ball nochmal verliert in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Das darf so natürlich nicht passieren, aber die Kroaten können diese Chance hier nicht nutzen. Das war's von der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften werden jetzt in der Kabine verschwinden und hoffentlich mit ganz viel Wut im Bauch, zumindest die Kroaten, damit sie vielleicht nochmal ins Spiel zurückkommen, gleich aus, ja, in die zweite Halbzeit starten können. Start in die zweite Halbzeit, Anstoß Kroatien. Es hat jetzt in der Halbzeitpause bei beiden Teams keinen Wechsel gegeben. Deutschland macht hoffentlich da weiter, wo sie aufgehört haben. Und Kroatien versucht das Spiel natürlich noch mal ein bisschen spannender zu machen. Kroatien auch direkt mit dem ersten Abschluss. Neuer wird hart getestet. Eckball jetzt für die Kroaten, hier noch mal die Wiederholung. Neuer reißt natürlich, wie er das halt immer in Perfektion macht, seinen Arm hoch und leert das Ding. Diesmal zum Eckball für die kroatische Mannschaft, ausgeführt durch Luka Modric. Wieder kurz ausgeführt auf Brekalo. Und jetzt Achtung! Neuer klärt! Wahnsinn! Diesmal der Eckball von Modric direkt in den 16er Richtung 5 Meter Raum. Und diesmal gibt es hier Abstoß für die deutsche Mannschaft. Quirlig im Angriff heute Leroy Sané. Was mir auch heute wieder sehr gut gefällt, die Deutschen machen das Spiel einfach immer wieder extrem breit. Hier schön Goretzka auf Gnabry, der sieht einen Leroy Sané. Flanke war nicht optimal, Kimmich kommt ran, Kimmich versucht, starke Aktion von Kimmich, gibt ja allerdings Freistoß nach Abseits, nach Handspiel. Man konnte es nicht direkt erkennen, aber aufgrund der Bewegung der Mannschaften sieht es so aus, als würde es hier Freistoß von Kroatien geben. Die Kroaten sind jetzt auch diejenigen, die hier zuerst wechseln. Also definitiv Offensivfoul oder Hand von Kimmich, Freistoß Kroatien. Die Deutschen machen weiter. Wieder Kimmich, der hat jetzt mal richtig Lust, auch vorne mitzumachen. Und die Kroaten über Kramaric gegen Süle, der sich hier wieder gut durchsetzen kann. Also in der Abwehr geht es erst einmal erfolgreich weiter. Raum schaltet sich immer wieder vorne ein. Das macht die Deutschen über den Flügel so gefährlich. Serge Gnabry schaut, sieht Timo Werner. Und nochmal zum zweiten Timo Werner. Nein, gute Chance für die deutsche Mannschaft zum 3:0. Ich denke, beim 3:0 wäre dann auch das Ding erledigt. Da kommt dann Kroatien nicht mehr zurück ins Spiel. Allerdings so 0:2. Ein Tor reicht, um das Ding hier wieder wild zu machen. Goretzka. Ja, der versucht zum 1 gegen 1, setzt sich da nicht ganz durch. Serge Gnabry wartet wieder, sucht, sieht Leroy Sané. Der Ball war allerdings nicht perfekt getimt. Und wieder die Kroaten im 16er. Der ist drin, das 1:2. 1:2, Anschlusstreffer durch Kovacic. Oh, Serge Gnabry, ganz stark. Jetzt muss er das Ding irgendwie noch aufs Tor bekommen. Starke Aktion von Serge Gnabry, der in diesem Spiel bisher eher untergetaucht war. Vor allem in der ersten Halbzeit war wenig von ihm zu sehen.
Eckball, Kimmich, der bringt das Ding auf Thomas Müller. Starke Aktion von Müller, stark aber auch vom Keeper gehalten. Es sind noch knapp 23 Minuten plus Nachspielzeit. Und wieder Goretzka auf Serge Gnabry. Kein Leroy Sané da hinten zu sehen. Da muss er versuchen, das Ding auf Goretzka zu spielen. Es sind noch 20 Minuten Zeit. Mal schauen, ob die Kraft bei Kroatien noch reicht, um hier nochmal den Ausgleich zu erzielen. Goretzka wieder über links. Timo Werner, der versucht es hier mal mit einem Trick. Kommt da aber leider nicht weit. Die deutsche Mannschaft hat jetzt mehr und mehr Probleme, ihre Angriffe zu Ende zu spielen. Jetzt ist es natürlich umso wichtiger, dass die Abwehr steht. Rüdiger im Zweikampf kriegt er das Ding. Starker Angriff der Kroaten, stark gehalten von Manuel Neuer. Der nächste Wechsel bei Kroatien wiederkommt für Sosa. Und wieder die Deutschen, Timo Werner. Timo Werner probiert es mal mit Gewalt mit seinem linken Fuß. 12 Minuten vor dem Ende gibt es hier jetzt die nächste Ecke für die deutsche Mannschaft mit Kimmich. Das war mal eine etwas andere Variante. Timo Werner, und das ist wieder Kimmich aus der Distanz. Das Ding ist drin, 3-1 Deutschland, 80. Spielminute. Wahnsinn! Die letzten 9 Minuten laufen, nochmal Kroatien, jetzt natürlich umso mehr alles nach vorne. Jetzt ist auch egal, ob man noch einen vierten Treffer bekommt. Nochmal der Versuch auf Goretzka oder ob man nochmal irgendwie zurück ins Spiel findet. 2 Tore bräuchte Kroatien noch fürs Erreichen der Verlängerung, ist natürlich beim 3-1 recht schwer. Nochmal Perisic, von dem war auch nicht wirklich viel zu sehen. Nochmal die Kroaten, Neuer mit einer starken Rettungsaktion Richtung Eckball. Hier die Wiederholung, das war natürlich stark mit dem Außenriss. Da versucht er das Ding ins lange Eck zu zirkeln, aber nicht mit Manuel Neuer. 5 Minuten vor dem Ende nochmal die Kroaten, gibt hier den nächsten Eckball. Auch der wieder ausgeführt von Modric, der bringt das Ding Sané, der in der zweiten Halbzeit offensiv wenig zu melden hatte. Jetzt vielleicht nochmal mit einer Rettungsaktion. Nein, die deutsche Mannschaft steht hinten sortiert. Und es gibt den nächsten Eckball 2,5 Minuten vor dem Ende. Hier nochmal die Wiederholung, rausgeholt dieser Eckball durch wieder, der hier den Leon Goretzka trifft, der das Ding zum Eckball abfälscht. Ausgeführt durch Modric. Kimmich haut das Ding hinten raus. Die letzten 2 Minuten laufen. Nochmal die Kroaten, die lassen jetzt nicht locker. Rüdiger mit der Grätsche, Neuer klärt zum nächsten Eckball. 90. Minute läuft. Die Kroaten jetzt mit einem absoluten Powerplay. Nochmal Sané, per Kopf gerettet. Müller versucht es an den Ball zu kommen. Gelingt nicht ganz. Und wieder Neuer raus. Der Ball landet aber nochmal im Tor. 3:2, Tor für Kroatien. Anstoß, Timo Werner, 90 Minuten sind um. Jetzt warten natürlich alle auf die angezeigte Nachspielzeit. Es sind 4 Minuten, das ist für diese Weltmeisterschaft noch relativ wenig. Jetzt heißt es natürlich den Ball nicht mehr hergeben. Alle Kräfte mobilisieren, selbst angreifen. Angriff ist immer die beste Verteidigung. Den Ball jetzt natürlich so weit wie möglich vom eigenen Tor fernhalten. Gnabry nochmal. Ja, holt sich hier den ein oder anderen Pfiff ab, weil der Einwurf lange dauert. Gnabry auf Raum und jetzt vielleicht tatsächlich nochmal selbst offensiv. Ja, und nochmal der Kimmich mit dem Kopf und das war's. Deutschland ist im Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft in Katar. Die Fans jubeln, die mitgereisten deutschen Fans. Kroatien ist natürlich als Favorit
in dieses Turnier gegangen, auch in dieses Spiel und ist natürlich dementsprechend auch enttäuscht über das Ausscheiden heute gegen eine deutsche Mannschaft, die sich im Turnier von Spiel zu Spiel bisher gesteigert hat. Das war's von mir, BM Sport News. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.